Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Versteht mich überhaupt jemand, weil mein Pferd im Hintergrund schmatzt? Schmierst du jetzt alles auf meine frische Jacke? Ist das eigentlich dein Ernst? Geil. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Aus dem Stall, wie man unschwer erkennen kann. Ich habe mir gedacht, ich drehe mal wieder ein Video. Ich hoffe, es ist überhaupt noch jemand da, der zuschauen kann und dem ich überhaupt Hallo sagen kann. Also, falls noch jemand da ist und sich meine Videos anschaut, dann kommentiert doch gerne mal ein Hallo in die Kommentare. Kommentiert in die Kommentare, ja, schöner Satz. Ich wollte euch mal auf den aktuellen Stand bringen, euch ein bisschen was erzählen und ja, mach das jetzt, während ich den Espresso angrasen lasse. Bei mir war auf jeden Fall in den letzten Monaten wieder einiges los. Wie es vielleicht einige mitbekommen haben über Instagram, ich war 3 Monate lang im Ausland letztes Jahr, Ende letzten Jahres mit meinem Freund zusammen. Wir waren in Südamerika und ja, die Monate davor war ich sehr beschäftigt mit meiner Masterarbeit und jetzt die letzten 3 Monate in diesem Jahr war ich auch voll beschäftigt mit meiner Masterarbeit für die Uni. Das hat mich so viel Nerven gekostet und so viel Zeit, die ich da investieren musste. Aber jetzt ist sie endlich fertig. Ich habe sie letzte Woche abgegeben und jetzt habe ich einfach Zeit. Ich glaube, das ist das erste Mal in meinem Leben, wo ich keine verpflichtende Aufgabe habe. Gut, blöderweise durch Corona kann ich jetzt auch gerade nicht arbeiten. Ich arbeite nämlich seit einem Jahr nebenbei schon an der Grundschule und jetzt seit Anfang des Jahres auch komplett fest, also auch jeden Tag. Und das fällt ja jetzt leider aktuell auch weg. Und jetzt habe ich einfach Zeit. Richtig krass. Lange Rede, wenig Sinn. Der Espresso war ja jetzt auch, beziehungsweise ist ja seit einem halben Jahr leider auch krank und hat eine Verletzung an der Sehne. Wenn es euch interessiert, könnt ihr mir da auch gerne mal Bescheid sagen. Dann kann ich dazu mal ein extra Video machen. Er darf auf jeden Fall seit über einem halben Jahr jetzt schon nicht richtig geritten werden, beziehungsweise hat er ein paar Wochen komplett gestanden. Dann haben wir angefangen zu führen und jetzt habe ich die ersten 4 Male wieder auf ihm gesessen. Also heute das 4. Mal. Das 1. Mal nur so ein bisschen auf dem Hof im Schritt, das 2. Mal auch so ein bisschen um den Hof herum und mal so 3 Meter mit einer Freundin zusammen ins Gelände. Und gestern waren wir das 1. Mal wieder richtig im Gelände, also weg vom Hof im Gelände eine halbe Stunde. Und heute, also gestern war meine Freundin dabei und heute waren wir das 1. Mal alleine im Gelände. Wie man unschwer erkennen kann, sitze ich jetzt auf dem Espresso und es ist das 4. Mal jetzt seit ja, über 6,5 Monaten. Und ich bin jetzt das 1. Mal mit ihm alleine draußen im Gelände, also richtig draußen im Gelände. Die ganze Zeit habe ich nur so irgendwo um den Hof herum Schritt geführt, weil er ja im Gelände eh nicht immer so todbrav ist und da wollte ich jetzt nicht irgendwo in die Pampa marschieren. Da fühle ich mich irgendwie immer eher sicherer, wenn ich auf dem Pferd sitze, als wenn ich führe und dann wie so ein Fähnchen am Pferd hängen, wenn sie irgendwie anfangen, Quatsch zu machen. Also er war zum Glück ja sowieso das ganze halbe Jahr beim Führen wirklich todbrav. Die Male, wo er mal Quatsch gemacht hat, die kann ich echt an einer Hand abzählen und das hätte ich nie erwartet, dass er so brav das alles mitmacht und so geduldig ist. Ja, und jetzt im Gelände ist er auch sowas von brav. Also der ist ja ruhiger und entspannter, als wenn er voll im Training steht. Das ist richtig krass. Ja, wir genießen jetzt auf jeden Fall das schöne Wetter und ich glaube, er genießt es auch total, wieder draußen zu sein. Das ist echt unglaublich. Ich reite hier am komplett langen Zügelschritt und das sogar, nachdem wir jetzt ein kleines Stück auf hartem Boden getrabt sind. Der ist so entspannt und es geht sogar noch Richtung nach Hause und trotzdem ist er noch total brav. Es gab generell in den letzten 2 Wochen relativ viele Premieren für einen Espresso. Er durfte sich das 1. Mal nach einem halben Jahr wieder im Sand in der Rundhalle wälzen. Habe ich auf meine Kappe genommen und auf die Gefahr hin, dass er auch mal losbockt, weil man ihn halt nicht anketten kann. Und das hat er die ersten 2 Male auch echt brav gemacht, sich nur hingelegt, aufgestanden, mich angeguckt, mit einem Fragezeichen im Kopf. Und ja, dann beim 3., 4. Mal hat er halt auch mal ein paar Freudensprünge gemacht, aber meine Güte, er ist ein Pferd und jetzt nach über einem halben Jahr muss das Bein das halt auch meiner Meinung nach endlich mal ein bisschen aushalten. Dann gab es noch die Premiere, dass er endlich wieder aufs Paddock darf. Er war ja schon echt sehr, 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 sehr depressiv und traurig, weil er einfach
nur in der Box sein durfte. Na klar, ich habe geführt, aber ansonsten stand er den ganzen Tag nur in der Box. Also er steht jetzt auch wieder auf dem Paddock. Da hat er sich auch mega gefreut. Total gefreut. Dann gab es die Premiere, dass er das erste Mal wieder zusammen mit seiner besten Freundin Tequila auf dem Reitplatz durfte. Da habe ich auch recht damit gerechnet, dass er mal rumbockt und rumspringt. Aber hat er nicht gemacht. Er hat sich einfach gefreut, sich da auf dem Platz zu wälzen und sich mit der Tequila, also mit dem anderen Pferd zusammen zu kraulen. Und ja, das war auch echt total schön mit anzusehen. So, also eigentlich soll das auch nur so ein kleines Hallo-Video, es gibt uns noch Video werden. Und falls ihr irgendwelche Wünsche oder Ideen habt für neue Videos, ich habe jetzt echt Zeit und richtig Bock wieder auf Videos. Ich habe das richtig, richtig vermisst und ja, vielleicht auch irgendwelche Videos, die man zu Hause drehen kann. Irgendwas, was euch vielleicht themenmäßig interessiert. Ihr könnt mir das natürlich gerne auch über Instagram schreiben. Blende ich hier mal irgendwo meinen Namen ein, weil da bin ich ja doch auch jeden Tag, so gut wie jeden Tag aktiv. Ansonsten kann ich noch sagen, dass der Espresso jetzt einfach die letzten 2 Wochen wieder so aufgeblüht ist. Er ist wieder so happy und einfach froh, wieder draußen zu sein und was anderes zu sehen, außer die 4 Wände in seiner Box. Das war es jetzt auch schon mit dem Video. War wie gesagt nichts spektakulär Spannendes, aber ich wollte euch einfach mal auf den aktuellen Stand bringen. Mal Hallo sagen, sagen, dass es uns noch gibt, sagen, dass der Espresso auf dem Weg der Besserung ist. Und ja, ich hoffe, ihr habt auch Bock auf neue Videos. Und seid noch da. Ja, genau. Also, das war es mit dem Video. Tschüss und bis ganz bald.